Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Borderlands 3 mit dem Ralf. Und in der letzten Folge haben wir Typhon de Leon getroffen. Und, ja, seine Roboterkollegen. Wir sollen hier hinten nach den Erdbeben, oder nach der Ursache der Erdbeben, so rum, sollen wir hier suchen. Und wir haben Sprengstoff, um hier weiterzukommen. Muss ich doch höher. Da ganz oben, okay. War ich hier doch falsch? Muss ich ein Stockwerk Höhe? Düs. Dahin. Mach kaputt. Geh jetzt unter die Erde und such die Quelle dieser Beben. Na dann. Hallo. Mit Sicherheit sind diese Nekrobeben Maliwons Werk. Aber ihre Zeit wird kommen. Dann werden wir die Fauna dieses Planeten Stück für Stück ausrotten. Und dann wird endlich alles ruhig sein. Das klang irgendwie, als wolltest du jedes Leben auf dem Planeten töten. Außer uns. Ja, danach klang es, Sparrow. Genau danach klang es. Der Selbstmordviecher. Ich kann diese Kraft entfesseln. Okay, hier ist nichts. Das war gar nichts. Sehr schön. Aber mich wirst du nicht töten, oder? Nicht, wenn du deine Primärprotokolle erfüllst. Welche da wären? Unseren Lebensraum sauber und ordentlich zu halten. Bisschen übertreiben, gell? Total Energie geladen. Stirb. Wie viel Spawn hier noch? Renn du Sau. So. Oder ein lauter Ungeziefer. Und wenn ich mal vergesse aufzuräumen? Das wäre bedauerlich. Klaps auf den Hinterkopf bedauerlich oder ich werde verschrottet bedauerlich. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Mal sehen. Ich spüre die Kraft. Zack, kaputt. Ah, die Waffen, die Kugeln sind so langsam. Was? Nur einen Schuss drin gehabt.
Okay, jetzt wird um die Glyphe. Das war gar nicht Maliwan. Das hat die Bienen verursacht. Das ist eindeutig Sparrows Inkompetenz zu schulden. Was? Ich werde mich später um ihn kümmern. Du hast noch die Sprengsätze, oder Kammerjäger? Ups. Falscher Knopf. Okay. What? Die Lydia! Jawohl! Geil. Ist auch geil. Muss ich gar fast sagen, muss ich die Conference Call wegtun. Inventar voll. Weißes Klump. Nice. Und haben wir mal was Weißes, was ich wegschmeißen kann? Okay. Dann das 1000. Hier nach Typ Punkte Seltenheit. Gibt's hier nicht nach Preis? Okay, lass mal das fallen. Dann sind wir hier auffällig. Reisen wir dann zurück. Und verkaufen erst einmal den ganzen Schild. Mikrobeben haben aufgehört. Danke, Kammerjäger. Unser Überleben ist gesichert. Vorerst. Na dann. Gehen wir mal zum Auto. Wir müssen jetzt eh hier weiter. Huh.
Hier spawnt wohl nichts mehr, weil hier haben wir schon alles gekillt. Sollte die Tür da vorne offen sein. Idiot. Das war total falsch. Oh je. Wo ist links rum? Gewartet, Kammerjäger. Hier spricht General Daniel Trond. Und du bist die nutzlose Missgeburt, die meinen kleinen Bruder Samuel auf Athenas getötet hat. Tyrene Calypso sagte schon, du würdest hier auftauchen. Ich habe Sammy beigebracht, wie man kämpft. Aber du hast ihm beigebracht, wie man stirbt. Das bringe ich dir jetzt bei. Nö, nö, das will ich nicht. Wie man stirbt. Missverstehen. Front! Super! Noch ein Front! Meine andere Faust war schon eifersüchtig. Oh, was bist du für einer? Am besten am Boden liegen. Ja, kalt. Ja, mit der Muni. Ah, das ist das Kraftfeldwerk. Selber schuld. Alberast. Da hat einer zu viel Mecha-Animes geschaut.
Flieg in die Luft. So, Hundi tot. Aber geil. Sind eine Menge Typen von Maliwan hier. Schick sie lieber wieder nach Hause, Kammerjäger. Ich liebe euch. Scheiß die Wand an, was für eine Schlacht. Du bist unglaublich. Bam, bam. Das war nur der Bodensatz. Mal sehen, wie du dich gegen meine Elite schlägst. Mal auf. Wir sind die Granaten aufgegangen. War das alles? Zu meiner Zeit hätten die Schurken ein Kraftfeld ausgeschaltet, statt drüber zu springen. Sieht aus, als müsstest du den Generator auf der anderen Seite ausschalten. Nicht durch das Kraftfeld, bevor du den Generator auf der anderen Seite ausgeschaltet hast. Wie ich immer sage, wenn du in der Scheiße steckst, such dir ein Plateau. Ah. Na bitte, jetzt jag den Generator hoch, Kammerjäger. In Ordnung, die Brücke zur Kammer ist direkt voraus. Bin ich witzig. Und was ist die andere Quest? Ein Ring des Gemetzels. Noch eine Arena. Die machen wir aber jetzt nicht. Ploppen aber an allen Ecken und Enden nach innen auf. Ah, und dafür gibt es hier diese Brücke, dass ich hier abkürzeln kann zu dem Versteck von Typhon. Hey, Coyote! Von sagt Pandora zittert wie ein Eisgag mit
mir bitte ein Autogramm von Typhon de Leon? Und eine Haarsträhne ist für Forschungszwecke. Okay. Nee, will ich eigentlich nicht. Wurde ich wieder verarscht von dem... Ja. Hui. Viel Blödsinn machen mit dem. Du kannst nicht wegrennen, Kammerjäger. Naja, du kannst schon. Aber ich finde dich in meinem Schiff, damit das klar ist. Das hat den Vorteil, dass ich damit im Vorteil bin. Nette Info. Sehr gut. Hat einen Vorteil, dass du im Vorteil bist. Klingt sehr schlüssig. So. Sehe ich das Schiff vielleicht? Nee. Jetzt kommt ihr wieder. Nee, aber ich brenne. Das tut weh. Hier endet deine Reise, Kammerjäger. Ich werde dich vernichten, denn ich bin Daniel Trant. Und? Ein Trant, alle tot. Oder mache ich alle tot? Da lang? Oh, da leuchtet was. Das ist einer der Erkundungs-Clap-Raps, die Alien-Welten entdecken sollten. Ihr habt Nico Taffeo ganz allein gefunden und wurde dann von einer Pflanze gefressen. Der Kreis des Lebens, Baby! Der S4 Werner Kolon Spektralvokalisierer ermöglicht eine vielfältige Bildsprache. Er ist das Gewürzregal des Sprachzentrums. Also langsam müssen wir ja eigentlich alle Clap-Clap-Teile beieinander haben für seine Freundin. Okay, was macht Freude? Das markiert die Schwelle. Ah, das heilt mich. Yeah.
Genau. Schrei halt. Ui. Wenn ich dafür ein Eis kriege, töte ich ihn nochmal. Ich meine ja nur. Da habe ich den Schlüssel versteckt. Keine Angst, ich halte außerhalb der Maschine Wache und passe auf die anderen Schlüssel auf. Setz deinen heldenhaften Hintern in Bewegung. Wir müssen ein Universum retten. Okay. Das fühlt sich toll an. Homing Missile? Das muss ich mal weiter investigieren. Moment. Ich hab leider aus Versehen wieder ein Bild über meinem Dings gehabt. Beim OBS. Nicht ein Bild, aber Steam Overlay. 27 Minuten. Ah. Sehe ich den Timer nicht? Aha. Warum gibt es hier diesen Rückweg? Ah ja, weil ich da vorne nicht hochkomme. Ja, passt. Patient der Ruinen. Schauen wir mal. Du hast es geschafft! Also, da vorne ist ein verdammt großer eridianischer Tempel. Der ist dein Ticket zur Kammer. Und jetzt raus hier. Die Munition schießt sie nicht von selbst. Tak. Du hast etwas Geld. Gib doch was davon aus. Ja, mache ich dann irgendwann. Du kommst wieder. Ja, vielleicht. Es wollte erstmal Aussicht gucken. Okay. Oh. Ja, Tempel. Das fühlt sich toll an. Ich schwitze nicht mal. Okay, die ist zwar arschlangsam, aber die haut echt rein. Aber das sind mir direkte Waffen schon lieber. Nee. So nicht. Gib mir das Muni. Familie gnadenloser Bastarde, die bereit sind, meinen Tod zu rächen.
Also spür meine Geschwister. Becco, Randall, Dante, Michael, Eric, April, Connor und die anderen auf. Und sag ihnen, sie sollen zu Potte kommen und meinen Mörder töten. Und wenn sich jemand weigert, richte ihm aus, dass General Daniel Trant in der Hölle auf sie warten wird. In der Hölle. Mhm. Und damit sage ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, liken und subscriben, dabei für deine Moment, wenn ihr es noch nicht getan habt. Die Notification-Bell aktiviert, dass YouTube weiß, dass ihr mehr von uns sehen wollt. Solltet ihr euch YouTube nicht benachrichtigen, was, wenn, wo abgeht, habt ihr noch einen Twitter-Account, für den ihr mir ein Follow reindrücken könnt und auf alle Feed-Anzeigen einstellen solltet. Dann seid ihr safe, um mitzukommen, wenn bei uns was online geht oder wo wir gerade live streamen, wenn wir mal wieder live streamen. Und ich sehe da vorne einen, eine Antenne. Und das machen wir dann morgen. Bis denn dann.